Was ist ein Oktopus mit 7 Beinen? Ein Heptapus? Nein, ein Oktopus, der ein Bein verloren hat oder mit nur 7 Beinen auf die Welt gekommen ist. Ich, nichts. Ich habe, naja, ich habe ein bisschen Bauchreden geübt. Oh, das kann ich schon seit geraumer Zeit. Wie ich es gelernt habe? Naja, also passt auf, das war so. Eines Tages, als ich gerade einen Spaziergang im Wald machte, ließ plötzlich ein Papagei, der vor mir in einem Baum saß, ein Blatt Papier fallen. Ich erkannte auf einen Blick, dass es sich um das bis dato schwierigste Sudoku handelte. Doch ehe ich mich versah, war ich gefangen. Und diese Falle stellte mir niemand Geringeres als Kapitän Rotbart mit seinen Männern. Warum? Naja, sie schleppten mich in dem Käfig auf und davon. Ich hätte auch gerne gewusst, wohin, doch zuerst musste ich das Sudoku lösen. Du kennst mich. Naja, nach 2 Minuten war ich fertig. Das hat echt erstaunlich lange gedauert. Also fragte ich die Piraten, was das zu bedeuten habe, und verlangte meine Freilassung. Ich erklärte, dass ich noch zu tun hatte, gerade an einer wichtigen Studie zur Alterung von Bohnen unter dem Einfluss verschiedener Summtöne arbeite. Sie reagierten nicht. Also erzählte ich ihnen haarklein alles über meinen bisherigen Versuchsaufbau, die Bedeutung der Studienergebnisse, wie ich überhaupt erst auf die Idee kam. Das war nämlich so. Piep, piep. Ja, Entschuldigung. Weiter mit der Geschichte. Naja, die Piraten waren nicht allzu begeistert von meinen Ausführungen, weshalb sie mich kurzerhand aus dem Käfig holten, knebelten, in einen Sack steckten und ihren Weg fortsetzten. Bonausen, genau wie du. Etwa eine Stunde später waren wir auf ihrem Piratenschiff. Sie fesselten mich wie eine Galionsfigur am Bug ihres Schiffes und setzten die Segel. Ach, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Vom Bug aus hatte ich eine tolle Sicht auf die Unterwasserwelt. Die Piraten schipperten also im Meer umher, während mich der kleinste von ihnen nicht aus den Augen ließ. Ich hätte ihn zu gerne gefragt, warum er mich ununterbrochen anstarrte. Nach einigen Tagen wachte ich plötzlich mit einem furchtbaren Ausschlag auf. Als der kleine Pirat das sah, rannte er wie ein geölter Blitz davon. Ich hoffte auf Hilfe, aber vergebens. Stattdessen nahm das Schiff deutlich an Fahrt auf. Wenig später legten die Piraten an und ich hörte, wie sie an Land gingen. Ich hingegen quälte mich mit meinem schrecklich juckenden Ausschlag herum und konnte mich nicht einmal kratzen. Kurze Zeit darauf kamen sie überglücklich mit einer randvoll mit Schmuck und Goldmünzen gefüllten Schatztruhe zurück an Bord und stachen wieder in See. Den Abend feierten sie ausgelassen, und auch ich hatte Grund zu feiern, ließ doch endlich der vermaledeite Juckreiz nach. Früh am nächsten Morgen saß der kleinste Pirat wieder bei mir und beobachtete mich. Da dämmerte es mir so langsam. Erneut fuhren wir tagelang über das Meer, bis ich schließlich entsetzlichen Ausschlag bekam und den kleinsten Piraten damit wieder in Aufregung versetzte. Er rannte davon, das Schiff wurde schneller, bis die Piraten ihr Ziel erreicht hatten, den Anker warfen, an Land gingen und mit einem riesigen Schatz zurückkehrten. Jetzt war alles klar. Ich musste nur endlich die Gelegenheit haben, mir Gehör zu verschaffen. Nachdem ich all die Tage und Nächte die Fische unter Wasser beobachtet hatte, hatte ich die Lösung. Ich musste nur einfach reden wie die Fische, die beim Reden ja auch nicht den Mund öffnen. Du hast nur deshalb noch keine Fische reden hören, weil man das unter Wasser nicht hört. Ist doch klar, oder? Vermutlich musst du einfach mal ein paar Tage von einem Bug aus die Fischwelt beobachten. Als ich sowohl die Piraten als auch das Bauchreden schließlich durchschaut hatte, sprach ich den kleinsten Piraten an. Hey du, Zwergpirat, sagte ich. Den rauen Umgangston konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Na gut. Ich sagte, ich weiß, dass dein Kapitän keine Karten lesen kann. Der Pirat daraufhin, Dann dachte er nach. Wenn er Karten lesen kann, geht die Schatzsuche viel schneller, erklärte ich. Nachdem er noch ein bisschen hin und her überlegt hatte, flitzte er schließlich los. Und tatsächlich ließ sich der Kapitän auf den Handel ein. Ich brachte ihm das Kartenlesen bei und er ließ mich frei. Warum er mich überhaupt gefangen genommen hatte, ist doch ganz einfach, Anselm. Immer wenn wir uns einer Insel mit einem Kreuz näherten, bekam ich Ausschlag. Es ist doch gemeinhin bekannt, dass Wirrwas seit jeher zu Kreuzallergien neigen.
So habe ich also das Bauchreden gelernt. Der Kapitän war glücklich, ich war frei und konnte mich endlich wieder der Bohnenforschung widmen. Zuerst dachte ich, der perfekte Summlaut hinsichtlich der Bohnenalterung sei Piep, Piep. Aber dann stellte ich fest, dass Piep, einen zusätzlichen Piep. Positiven Effekt auf die